Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Plugin-Vorstellung. Es wurde sich von euch gewünscht, dass ich das mal wieder mache. Und zwar haben wir heute ein kostenloses Lobby-System, was mega geil ist mit MySQL, Bungee Code und CloudNet. Natürlich auch Placeholder-API für Support und Custom Messengers. Ja, hier ist alles drauf, die ganzen Sachen. Hier steht auch nochmal alles drin mit dem Codetext, Download und alles für die Installation des Spenden, Support, Stats. Kann man auch die Stats noch ansehen, wenn das jetzt lädt. Ja, genau, hier kann man dann noch die ganzen Stats ansehen, was eigentlich jetzt nicht so wichtig ist. So, und ja, die Plugin, also das Plugin wurde insgesamt schon 22.000 Mal gedownloadet und ist von dem Autor Floxy. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und hat eine 4-Sterne-Bewertung, was eigentlich voll gut ist. Und ihr downloadet das Plugin jetzt und zieht es dann bei eurem Minecraft-Server in den Plugins-Ordner ein. Restartet euren Server hier über die Server-Konsole und dann ist ein neuer Ordner, einmal floxy.net und Plugin, Lobby. Bei Add-ons könnt ihr einmal sehen, das ist dann später für Ingame. Hier die Server-MOTD könnt ihr sogar einstellen. Das ist ja dann hier das hier in Minecraft. Und noch ganz viele andere für CloudNet, dann noch ein Nix-System, da können wir auch mal raufgehen. Und dann seht ihr, ja, wow, ich habe da ganz viele verschiedene Sachen, perfekt. Genau, hier könnt ihr Nix einstellen, also Better Nix, das ist ein Add-on. Und ja, könnt ihr auch auf Tools machen, müsst ihr aber nicht und ja, ganz einfach. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in-game und können dann auch nochmal Sachen umändern. Und zwar habe ich mir hier einen Testserver gemacht, das ist übrigens mein Hauptserver, also könnt ihr gerne drauf joinen. Forums.de würde ich mich freuen und ja, wir gehen jetzt mal hier rauf auf den Testserver. Dann seht dann, wir sind auch in-game. So sieht das in-game aus. Wir haben hier rechtes Scoreboard, hier von dem Ersteller hat er das irgendwie geschrieben. Seht ihr den Namen, Website, Teamspeak. Ihr habt hier sehr viele Sachen, sowas wie ein Teleporter, dann noch Loading, also you can and the message. Ja, man kann das alles umändern. Dann hat man hier noch Extras. Das sind solche Effekte halt, da habt ihr so Feuereffekte oder was gibt es noch, hier gibt es noch, keine Ahnung, gibt es auch noch einen Wassereffekt, der ziemlich entspannt ist. Dann gibt es noch ein paar Köpfe, die jetzt auch geladen sind, keine Ahnung, könnt ihr von Notch nehmen und dann habt ihr so einen Kopf an. Ja, könnt es dann aber auch hier wieder wegmachen und dann habt ihr keinen Kopf an. Gibt es natürlich auch noch Rüstung, ja, wenn man es braucht, kann man die ganzen Permissions vergeben, stehen auf der Website. Habt ihr noch die Silent Lobby? Die müsst ihr leider vergeben, denn das hat ja auch MySQL und ja, es gibt, wir haben hier keine Silent Lobby, deswegen kann das nicht funktionieren. Sieht man einmal die Lobbys. Dann habt ihr die ganzen Lobbys. Wenn ihr bei mehrere Server habt, dann habt ihr hier 1, 2, 3 Lobbys und 2 Premium Lobbys noch. Und natürlich auch Friends. Da müsst ihr aber dann noch was extra hinzumachen. Keine Ahnung, beispielsweise macht den extra Comment mit /Friends oder packt ein Plugin drauf. Und dann könnt ihr das auch öffnen, dann würde nicht das hier stehen, versteht ihr? Genau. Der Teleporter ist sehr cool. Also einmal seht ihr hier noch einmal die Tablist. Mega cool, ihr könnt auch in den Chat schreiben, ich bin Admin. Mega cool. Die Server-MOTD wird da angezeigt, also die wir hier haben. Müsst ihr darauf achten, mit der 1.15.x habt ihr auch da oben in der Tablist. So, ihr habt 3 Herzen, das seht ihr hier unten. Könnt ihr auch umstellen noch. Und das ist der Teleporter. Wir haben hier beispielsweise jetzt Bedwars drin, 1 gegen 1, TNT-Run und Event. Das könnt ihr alles hier beim Lobby-Plugin in der Config und den ganzen extra Messages, also hier, könnt ihr alles umändern. Ist jetzt aber nicht wichtig, denn wir gehen mal in die Config.html. So, und dann seht ihr wirklich, hier ist ziemlich viel drin. Seht ihr alles. Könnt ihr auch die Jump Pads sehen, also das heißt, wenn ihr, keine Ahnung, ich weiß nicht, gibt es einen im Build-Modus? Ja, es gibt auch einen Build-Modus. Dann könnt ihr hier euch eine Druckplatte holen. Goldene, keine Ahnung. Ja, und dann fliegt Meteor, ihr fliegt auch weg. Ihr seht, die haben hier ein paar Jump Pads gemacht. Könnt ihr euch raufgehen und dann fliegt ihr auch weg. Ein sehr cooler See. ja, und mit dem /Build könnt ihr dann auch wieder weg. Ihr seht auch hier noch ein paar extra Sachen im Plugin und ja, das war das Scoreboard, also Scoreboard Plugin, sag ich schon, das ist das Lobby-System gewesen. Wie gesagt, ihr könnt alles hier in den Config.html und in den Addons umändern. Beispielsweise, ihr macht hier jetzt mal auf True
und stellt hier, keine Ahnung, ein paar tausend Spieler ein, speichert das, geht dann über die Konsole, hier steht doch immer, bitte mit MySQL verbinden, macht dann den RL, hat alles reloaded, so, und dann seht ihr hier, das ist natürlich jetzt die MOTD, die eingestellt wurde, hier ein paar Spieler drauf, ja, den Ping seht ihr auch noch, aber das ist ja auch normal, ja, das war's mit dem Lobby-System. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne Bewertung da und ja, es ist ein sehr, sehr cooles Plugin. Ich empfehle es auf jeden Fall weiter an die Leute, die es gerne benutzen möchten. Wie gesagt, es ist für alles MySQL, Bungee Code, CloudNet und alles. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Plugin. Ja. Wenn euch das Video, wie gesagt, gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und eine positive Bewertung. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao.